und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maler TV News und heute mit diesen Themen. Führungswechsel bei der Schlau Heimtex Einkaufs GmbH, nächste Runde für den Brillux Design Award und Nachwuchsförderung im Malerhandwerk. Wir waren zu Besuch bei einer Vernissage des diesjährigen Leistungskurses der MalerInnung München. Nach gut 45 Jahren in der Unternehmensgruppe Brüder Schlau ist zu Beginn des Monats eine Ära zu Ende gegangen. Der Geschäftsführer der Schlau Heimtex Einkaufs GmbH, Wernfried Fesenberg, hat sich zum 1. März in den Ruhestand verabschiedet. Nach 16 Jahren an der Unternehmensspitze hat der 66-jährige Manager seine Aufgaben nun an die Category Managerinnen Christina Geis und Stefanie Hüßmann übergeben. Beide sind im Januar in das Unternehmen eingetreten. Fesenberg war am 1. Januar 1977 als kaufmännischer Angestellter für den Einkauf in die Unternehmensgruppe Brüder Schlau eingetreten. Im Dezember 2006 wurde er schließlich zum Geschäftsführer der Schlau Heimtex Einkaufs GmbH berufen. Seine Nachfolgerinnen werden den Bereich nun unter sich aufteilen. Auch sollen zukünftig beispielsweise zusätzlich jüngere Zielgruppen gewonnen, sowie die Alleinstellungsmerkmale der Unternehmensgruppe stärker herausgestellt werden. Welche Wohngebäude, Gewerbebauten und öffentlichen Gebäude lösen mit ihren Fassaden die Aufgaben der Gegenwart? Welchen Gestaltern gelingt es, das Äußere von historischen Gebäuden aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken? Und mit welchen Innenraumkonzepten fürs Arbeiten sowie Wohnen und Leben gelingen nachahmenswerte Leuchtturmprojekte? Wer darauf eine Antwort hat, sollte beim nächsten Brillux Design Award mitmachen. Ab Mai können wieder außergewöhnlich gelungene Fassaden- und Innenraumgestaltungen für den Wettbewerb angemeldet werden. Von einer unabhängigen internationalen Fachjury bewertet, werden dann die besten Umsetzungen in 6 verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Pro Kategorie werden jeweils 3 Wettbewerbsobjekte nominiert und daraus je ein Gewinner gekürt. Das Besondere an diesem Wettbewerb, die teilnehmenden Objekte können von Fachleuten aus Architektur und dem Handwerk sowie auch von Bauherren eingereicht werden. Neben einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro profitieren die Ausgezeichneten außerdem von einem umfassenden Paket an Vermarktungshilfen für ihre Prämierung sowie von einer hohen Resonanz in der Fachpresse. Alle Informationen zum Brillux Design Award und zur Einreichung der Teilnahmeunterlagen finden Sie unter www.brillux.de/design-award. Die MalerInnung München hat in der vergangenen Woche zu einer ganz besonderen Veranstaltung geladen. Bei einem festlichen Akt haben Obermeister Andreas Romano und Leistungskursleiter Hans-Jörg Fichtel den 11 Teilnehmern des diesjährigen Maler-Leistungskurses ihre Lehrgangszertifikate überreicht. Ein besonderer Rahmen für ein besonderes Format, das es deutschlandweit so wohl kein zweites Mal gibt. Der Leistungskurs, der bei uns abgehalten wird, der ist ausgerichtet auf Lehrlinge im 3. Lehrjahr. Er findet jährlich statt, immer von Ende November bis Anfang März. Und in dieser Zeit, wo der Leistungskurs bei uns stattfindet, lernen die Lehrlinge viele Malertechniken, die vielleicht nicht so gängig sind oder nicht so üblich sind, was sie nicht im täglichen Berufsleben wahrscheinlich machen, was aber durchaus alte Malertechniken sind. Da geht es dann um Vergolden, Marmorierungen, Gesteinsimitationen. Es werden auch Bindemittel wie Bierlasur eingesetzt oder Mixtionen, mineralische Beschichtungsstoffe. Sie lernen Freihandübungen mit dem Pinsel, also Sie werden Ihren Pinselduktus kennenlernen, wo wirklich tolle Platten rauskommen, was aber viel Übung bedarf. Es werden auch mit Naturschwämmen oder mit Modlern oder Dachshafertreibern gearbeitet, also wirklich alte historische Techniken, wo viel, viel Handwerklichkeit und viel Fingerspitzengefühl verlangt wird. Es werden aber unter anderem auch modernere Techniken ausgeführt, dass man mit computergestützten Programmen, Schriften entwirft und die dann ausplottert und im Spritzverfahren auf Platten auflackiert, hochwertige Lackierungen ausgeführt. Also es ist ein sehr, sehr breites, breit gefächertes Angebot, das wir da haben oder Programm, das wir hier durchführen. Und es ist halt immer ganz toll, dass man nach diesen 3 Monaten intensiv mit den jungen Leuten arbeiten, hinterher sehen kann, was für tolle Arbeiten daraus kommen. Die besten Arbeiten des diesjährigen Leistungskurses sind in einer Vernissage im Münchner Bildungszentrum für Farbtechnik und Raumgestaltung ausgestellt. Für die Auszubildenden der krönende Abschluss einer lehrreichen Zeit. Also ich habe sehr viele Techniken gelernt, ich konnte sehr viel mitnehmen. Also ich habe zum Beispiel auch gelernt, wie man richtig klar lackiert und so weiter, was ich auch im Betrieb nie mache. Weil da habe ich einfach nur ganz normale Wände weiß gestrichen oder irgendwie sowas. Und hier habe ich halt Marmorierung gemacht,
Dann leider das Maserieren haben wir leider nicht geschafft. Aber da habe ich so viel mitnehmen können mit dem Lapislazuli auch, also die Lapislazuli-Techniken. Und dann hatten wir natürlich großes Glück, dass der Fichtel Vergoldermeister ist, weil dadurch haben wir wirklich Top-Vergoldungen hinbekommen. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man hat sich mit den Leuten richtig gut von Anfang an verstanden. Die Arbeiten, die gingen auch rucki zucki. Am Anfang war ein bisschen schwierig, man hatte ein bisschen gezweifelt, aber danach ging das super. Dann hat es geklappt. Ja, genau. Wir standen auch alle am Anfang in dem Raum, so wie jedes Jahr, und haben erstmal so geguckt, so, oh Gott, das schaffen wir niemals. Nur wir dann angefangen haben, da hat es dann auch echt Spaß gemacht. Und wir haben uns auch, also erstaunlicherweise alle wirklich auf Anhieb gut verstanden, was mich auch gewundert hat, weil normalerweise ist immer so eine Zankerei dabei oder sowas. Und da haben wir dann auch alle echt gut zusammengeholfen. Und da sind echt schöne Ergebnisse rausgekommen, so was man so sehen kann, genau. Wir sind hier in der sogenannten Löwenparade, wo die Absolventen vom Leistungskurs als einzige Vorgabe eben haben, einen sitzenden oder stehenden Löwe und kreativ daraus was entwickeln dürfen. Und welche Vielfalt dann hier immer ja, als Ergebnis auftaucht, ist einfach faszinierend. Wir haben das jetzt seit 15 Jahren ungefähr und es sind noch nie zwei ähnliche oder gleiche Ergebnisse rausgekommen. Wenn man jetzt als Beispiel den Pianolöwen hier nimmt, von den verschiedenen Seiten, wo die Sonja Ellermann hier wirklich ihrer Idee freien Lauf hat geben können. Auf der einen Seite der Pianospieler, auf der anderen Seite quasi das angedeutete Klavier, hinten das Notenblatt. Es ist einfach toll, was da geleistet wird. Die Idee zu diesem Lehrformat entstand übrigens bereits 1982. Der damalige Ausbilder Jochen Mariel hatte sie. Dieses Jahr wollte er sich natürlich wieder selbst ein Bild der geschaffenen Werke machen. Die Grundidee zu seinem Lehrformat? Bestenförderung. Früher ist sehr viel gemacht worden für die, die also nicht so begabt waren. Das waren also dann so Kurse wie ABH-Maßnahmen und so weiter. Und ich gesagt habe, es muss auch was für die Guten gemacht werden, dass die noch besser werden. Weil das also gerade für unser Handwerk sehr wichtig ist, dass da also wirklich Spitzenkräfte rauskommen. Es ist halt wirklich ganz toll, dass das Malerhandwerk so viele Facetten bietet und die wir hier anbieten können, dass das hier alles noch einmal erlebt und erprobt werden kann. Erfahrungen und Eindrücke, die bei den Teilnehmern sicherlich noch lange nachwirken werden. Und was waren die persönlichen Highlights? Die Vergoldung war mein Highlight auf alle Fälle. Auch mit den ganzen Radierungen und sowas, da haben wir dann praktisch extra Handschuhe anbekommen und haben dann mit einem Zahnstocher, haben wir dann entweder frei Hand oder mit Vorlage, haben wir da ein paar Sachen machen können, auch unsere Initialien. Oder auch, wie man unten sieht, haben wir Segelschiffe, Löwen oder auch Phönixe oder sowas, was wirklich eine tolle Erfahrung war auch. Den Zeitungsdruck fand ich eine sehr schöne Technik, da es relativ einfach eigentlich geht und echt ein super Ergebnis rauskommt. Also mir hat am meisten Spaß gemacht die Goldradierung, also das da. Und Vergolden, ja, das war eigentlich das Schönste. Und Graumalerei war auch ja, sehr schön. Auch die Vergoldung auf jeden Fall, weil das einfach wunderschön ist, was da alles so bei rauskommt. Und auch die Graumalerei, genau. Man muss ja überlegen, das ist jetzt Ergebnis von Auszubildenden im dritten Lehrjahr. Das sind noch keine Gesellen, das sind noch Lehrlinge, Auszubildende. Und das ist faszinierend. Und von der handwerklichen Leistung her und von der Kreativität, die hier zum Sehen ist, kann sich, sage ich mal, mancher Meisterschüler was von abschneiden. Ja, und wer nun vielleicht selbst Lust bekommen hat, den Leistungskurs zu besuchen, der findet alle Infos hierzu auf der Internetseite der Malerinnung München. Startschuss für den nächsten Kurs ist dann November 2022. Ja, und mit diesen schönen Eindrücken verabschieden wir uns für heute und dann auch schon wieder für diese Woche. Für weitere Informationen aus der Maler- und Lackiererbranche schauen Sie gerne auf unserer Webseite oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.